Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch die Fragen klären: Was ist Seife? Wie wird Seife hergestellt? Und natürlich, wie wirkt denn die Seife? Wie macht die Seife etwas sauber? Wir haben also einiges vor und deshalb geht es auch direkt los mit der ersten Frage. Was ist Seife? Seife, das sind Salze von Fettsäuren. Klären wir erstmal diese beiden Begriffe. Salze, das sind geladene Teilchen, die sich zu Kristallgittern anordnen können. Und Fettsäuren, das sind langkettige organische Säuren, sogenannte Carbonsäuren. Und so eine Säure schauen wir uns jetzt mal an. Eine langkettige organische Säure, langkettig, also wir haben hier eine lange Kette von Kohlenstoffatomen. Wir sind natürlich in der organischen Chemie, das ist die sogenannte Kohlen- oder Kohlenwasserstoffchemie. Das heißt also, hier müsste auch überall noch ein Wasserstoff dran, aber die Chemiker sind natürlich stinkefaul, die lassen das meistens weg. Also wir haben hier einfach eine lange Kette. Die Länge spielt erstmal gar keine Rolle. Ich markiere die mal hier so. Das wird unsere lange Kohlenstoffkette und es soll ja eine Säure sein. Das bedeutet, es gibt auch noch einen Säurerest, der da dranhängt. Also ein COOH. Das ist die sogenannte Carbonsäure. Also dieser Teil hier ist unsere Säure. Und wenn wir das jetzt etwas verkürzt schreiben, in der Chemie zeichnet man da häufig einfach nur noch so ein Zickzackmuster. Also so etwas. Und dieser Knubbel soll jetzt hier mal unser Säurerest hier darstellen. Ja, und da wir eine Säure haben, wenn wir diese Säure also mit Wasser reagieren lassen, dann wird das Ende hier negativ. Denn das Wasserstoff, der Wasserstoff, der hier, der wird dann abgegeben und dann bleibt nur noch dieser Sauerstoff zurück mit einem überschüssigen Elektron und deshalb wird das Ganze hier negativ. Jetzt haben wir hier eine Fettsäure, die negativ geladen ist. Und wenn wir diese Fettsäure mit Natrium verbinden, Natrium ist N. Ah, und das kann man auch als Ion umwandeln, also Na+. Dann gibt das Ganze eine Seife, die fest ist. Und wenn wir unser schönes langkettiges Carbonsäurechen mit Kalium verbinden, dann gibt das eine flüssige Seife. Das kann man sich mal merken. Das heißt, ab jetzt, also so eine Schmierseife, ist natürlich mit, bei den modernen Methoden wird da vieles noch reingemixt, dass man auch natürlich dann Säuren mit Natrium fest, flüssig bekommt und umgekehrt. Aber erstmal kann man sich das so grob merken, mit Natrium gibt es was Festes und mit Kalium gibt es etwas Flüssiges. Ja, hier haben wir jetzt also die Fettsäuren und das wäre schon eine Seife, die funktioniert. Aber wie kann man das Ganze denn herstellen? Wir haben gesehen, wir brauchen also eine lange Fettsäure. Und wo bekommen wir Fettsäuren her? Genau. Aus Fett. Der ein oder andere kennt vielleicht den Film Fight Club und da wurde auch mit dem Fett von Menschen einiges gemacht. Das schauen wir uns nämlich jetzt hier auch an. Was ist denn überhaupt Fett? Fett, das besteht aus einem Glycerinmolekül, also einem dreiwertigen Alkohol. Der sieht so aus. Auch hier verstecken sich dann wieder Kohlenstoffverbindungen und an diesem Glycerinmolekül, da hängen dann so diese langen Ketten dran. Und da das hier ist ein Fettmolekül. Bei der Fettherstellung werden natürlich billige Fette verwendet, so wie Pflanzenfette oder andere niederwertige Fette, denn es spielt erstmal gar keine Rolle, wie lange eigentlich so eine Kette ist für die Wirkungsweise von einer Seife, aber da kommen wir später noch dazu. Ja, jetzt haben wir also unser Glycerin mit diesen Fettsäuren, die hier dran sitzen. Und wenn wir nun das Ganze mit einer Lauge reagieren lassen, zum Beispiel mit NaOH, wir brauchen natürlich dreimal NaOH, dass wir dreimal an diesen Stellen hier aufspalten können. Dann reagiert das Ganze zu unserem Glycerinmolekül und drei schönen Fettsäuren. Jetzt ist es so, dieses Glycerinmolekül erinnert vielleicht etwas an Nitroglycerin. Und genauso ist es. Man kann mit diesem Glycerin, deswegen habe ich ja diesen Seitenhieb zu Fight Club gebracht. Man kann aus diesem Glycerin tatsächlich Nitroglycerin, also Sprengstoff herstellen. Das funktioniert tatsächlich so, wie das auch im Film gezeigt wurde. Und hier haben wir diese drei Fettsäuren, die wir für unsere Seifenherstellung benötigen. Wir haben ja hier drei Natrium übrig und dieses Natrium verbindet sich dann natürlich hier mit unseren Seifen, also Na+, Na+ und auch hier noch vielleicht ein Plus. Und hier hätten wir es ja negativ. So, das wäre unsere Seife. Dieser Teil ist unsere Seife, das Glycerin wird abgeschöpft, das wird für die Seifenherstellung nicht verwendet und nun, oder zumindest jetzt nicht für unsere Seife hier direkt. Ja, und nun müssen wir uns noch mit beschäftigen, wie eigentlich unsere Seife wirkt. Und wenn wir uns das genauer anschauen, haben wir ja hier unsere lange Kohlenstoffkette und diese ist unpolar.
Das heißt, diese Anziehungskräfte, die da wenn dann nur wirken, sind van der Waals Wechselwirkung. Man spricht auch hier vom sogenannten Alkylrest. Und vorne haben wir ja schon gesehen, das ist die Carboxylgruppe, nennt man die. Das ist eine Carbonsäure, der Carbonsäurerest. Und natürlich noch hier unser Natrium dazu. So, und auch noch sehen, dass das negativ geladen ist. Also was jetzt wichtig ist, unpolar ist dieser Teil. Dieser Teil ist polar. Und was sagt uns das? Das sagt uns erstmal unpolar, das heißt hydrophob bzw. lipophil. Was? Ja, das sind zwei schwierige Begriffe. Hydrophob heißt Angst vor Wasser. Hydrowasserphobie, das ist die Angst. Das heißt, dieser Teil löst sich nicht in Wasser, sondern nur in Fett, also lipophil. Lipofett und viel, die Liebe. Also fettliebend ist dieser Teil. Und polar, das ist hydrophil bzw. lipophob. Das heißt also, dieser Teil löst sich sehr gut in Wasser. Das sind eigentlich so die Eigenschaften, die wir jetzt nur wissen müssen, um erklären zu können, wie denn Fett wirkt. Denn das Problem bei vielen Schmutz oder bei vielen Schmutzsorten ist, dass es Fett ist. Zum Beispiel Fett auf der Haut. Wenn wir jetzt hier uns Haut vorstellen und dann haben wir jetzt hier einen Fettfilm und diesen Fettfilm möchten wir mit Wasser ablösen, dann funktioniert das natürlich nicht, denn das Fett löst sich nicht in Wasser. Aber unsere hydrophoben Enden von der Seife, die verbinden sich dann mit unserem Fettfilm. Und die oberen, die negativ geladenen Köpfchen hier, die verbinden sich sozusagen mit dem Wasser. Und dann bildet sich eine Myzele, eine kleine Kugel. Und dann kann man sich das so vorstellen. Also dann haben wir hier diesen Fettfilm, der wird dann völlig umschlossen von. Jetzt können wir wieder diese Farbe verwenden, dann kennt man das besser. Also hier, das wird umschlossen. Und außenrum haben wir das Wasser. Und so können wir sozusagen diesen Fettfilm in Wasser lösen, obwohl er eigentlich gar nicht löslich ist. Also aufgrund von dieser doppelten Eigenschaft von einem Seifenmolekül mit dem unpolaren und mit dem polaren Teil, da funktioniert es dann, oder deshalb funktioniert es, dass wir Fett in Wasser lösen können. Obwohl lösen ist jetzt eigentlich der falsche Begriff. Man spricht da eher von einer Dispersion. Also es wird sozusagen, ja, es verteilt sich. Und das ist da auch der Überbegriff für Seifen nennt man auch Tenside, denn Tenside, das sind Substanzen, welche die Oberflächenspannung einer Flüssigkeit oder die Grenzflächenspannung zwischen zwei Phasen herabsetzt. Das heißt, es bildet sich eine Dispersion. Und das ist das, was wir hier sehen. Das nennt man dann Dispersion, wenn sich das Fett dann doch schließlich lösen lässt im Wasser. Also nochmal zusammengefasst, was ist denn eigentlich jetzt diese ganze Geschichte mit der Seife? Wir haben eine Seife, das sind Salze von Fettsäuren, eine Fettsäure. Da hätten wir hier eine langkettige organische Säure mit einem polaren Teil, können wir herstellen, indem wir Fett nehmen und das mit einer Lauge reagieren lassen. Dann verbinden sich die Fettsäuren mit dem Natrium oder mit dem Kalium, je nachdem was, ist es dann fest oder flüssig. Glycerin, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und dann haben wir einen unpolaren und einen polaren Teil und nun können wir Fett auf unsere Haut lösen, denn der unpolare Teil, der fettige Teil verbindet sich mit dem Fett und der polare Teil, der verbindet sich dann sozusagen mit dem Wasser. Es bilden sich solche Kügelchen und die lassen sich ganz leicht abwaschen. Ich hoffe, ihr habt jetzt einiges über Fett gelernt. Falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie mir in die Kommentare, falls ich noch irgendwas Wichtiges vergessen habe, denn es war jetzt doch ein wenig viel. Ich hoffe, ihr hört mich bald wieder. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Teilt das Video, dass auch andere Leute noch etwas über Seife lernen und wissen, warum und wie sie sich waschen. Ja, und dann bis bald. Macht's gut und ciao.